Auf jeden Fall sind wir stolz, dass wir so eine Schiffe bauen dürfen. Eine große Familie. Fehlt doch. Das ist kein Stress, das ist Schiffbau. Traumschiffe. 136 Meter lang, Kostenpunkt 24 Millionen Euro. Hergestellt in Rostock-Warnemünde. 10 dieser Flusskreuzfahrtschiffe soll die Neptunwerft bis Ende des Jahres abliefern. Die Schiffbauer arbeiten in 5 Hallen, an mehreren Schiffen gleichzeitig. Am Vormittag steht eine größere Operation auf dem Plan. Die Werftarbeiter müssen ein Schiffsteil drehen. Alles gut bei euch? Alles gut? Sven Mertl hat heute Frühschicht. Arbeitsbeginn 6 Uhr. Wenn keiner meckert, ist alles gut. Sven Mertl stammt aus Teterow und hat seinen Job von der Pike auf hier gelernt. Ich koordiniere hier die Halle ein bisschen mit. Die arbeiten zwischen, also was in der Halle passiert und den Leuten im Büro. Das ist halt, ich versuche es. Klappt auch ganz gut, denke ich. Und dass die Jungs hier draußen halt auch immer vernünftig was zu tun haben. Mit 16 fing er an auf der Neptunwerft. Jetzt ist er 27. Als Kind hat man ja immer andere Vorstellungen. Also ich wollte gerne Trecker fahren, LKW fahren, aber wenn man dann hier ein bisschen älter ist, dann weiß man dann auch, dass das auch nicht das Schönste ist. Ich bin ganz froh, hier zu sein. Gleich heben Sven Mertl und seine Kollegen diesen Teil des Schiffes an. Er kontrolliert, ob nichts mehr auf den Betonblöcken festgeschweißt ist. Werner, hast du was gefunden? Ah, ich sah einer fest. Ich muss auch lose machen. Eine Fixierung müssen wir hier noch abbrennen. So ein Lösen, die Kollegen sind schon da. Sagst du ihm Bescheid? Ja, ich sag ihm Bescheid. Alles klar. Okay. Das Schiffsteil liegt falsch rum. Auf dem Dach. So können die Schiffbauer Rohre und Leitungen leichter installieren. So, ich erkläre es anhand eines Brotes. Wir schneiden das in 4 Teile. Jedes Teil davon ist dann eine Sektion. Und diese Sektion, wenn wir es wieder zusammenbauen, also wenn wir die Brothälften wieder zusammenschieben, das abzuarbeiten, das ist unser tägliches Brot. 40 Schweißer arbeiten für die Werft. Und damit alles rund läuft, ist immer ein Bauleiter verantwortlich für ein Schiff. Bernhard Kölbel hat in Rostock Maschinenbau studiert. Warte, ich komme. Seit 8 Jahren arbeitet er für Neptun. Schick mir mal bitte einen von der Lüftung vorbei hier in Halle 7 auf der 902. Wir wollen die jetzt gleich drehen, damit wir sie setzen können. Und da liegt im Smoothraum liegt noch ein Lüfter rum. Der müsste da einmal rausgenommen werden. Der fällt sonst runter. Wenn jemand ein Rohr irgendwie in seinem Handwagen, das kann mal runterfallen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn wir 30 Tonnen heben, da darf es keine Unsicherheiten geben. Richie, bist du wegen des Lüfters da? Einmal wieder raus. Guten Morgen. Wie einmal raus? Der fällt ja, raus, sonst ist nicht festgemacht. Der liegt ja nur auf dem Boden, im Zielschraum. Ach so, ja, deswegen sind wir hier. Super, danke. Ja, das kümmert er sich halt. Das läuft. Alle Teile, die wir jetzt nicht noch montieren konnten, würden jetzt rausfallen. Da gehört auch dieser Lüfter dazu. Deswegen sichern wir den vorher. Reine Sicherheitsvorkehrung, weil das sonst würde der rausfallen und wäre kaputt vermutlich. Die Arbeiter haben das Schiffsteil leergeräumt. In 10 Minuten wollen sie anheben, damit die Sektion in die große Halle kann. Zum Umdrehen. Ja, lass uns gut. 1, 2, 3, 4. Das reicht. Ja, da passiert nichts mehr. Ja. Die Hallenbekranung, die kann das entsprechend heben, sonst könnten wir dieses Bauteil hier nicht bauen und nicht drehen. Das ist vom Gewicht nicht so eine große Herausforderung. Das geht. Nein.
Heute hat die Neptunwerft extra einen Monteur als Kontrolleur angemietet. Er muss checken, ob der Stahlbrocken Übergewicht hat. Der Kran darf nur bis zu 25 Tonnen tragen. Gucken wir mal, was wir jetzt hängen haben. Wir haben jetzt 24,7 Tonnen, knappe 25. Das ist also noch gerade so an der Grenze in Ordnung. Die 15 Meter lange Stahlwanne gehört zum Bug des Flusskreuzers Mimir. Als Nummer 557 wechselt sie in die große Halle, wo gedreht wird. Jedes Schiffsteil hat hier eine Nummer, damit alles an die richtige Stelle kommt. Zurzeit bauen die Werftarbeiter 4 Schiffe gleichzeitig. Um die Ecke wartet schon der nächste Flusskreuzer. Gleiches Modell, aber fast fertig. Die Kollegen von der Zulieferfirma tragen Mobiliar an Bord. Matratzen und Sessel bleiben eingepackt, damit sie nicht schmutzig werden. Die Schiffe sehen nicht nur von außen völlig gleich aus. Jedes Möbelstück, jeder Schrank, alles identisch. Tischler Jörg Trampenau richtet mit ein. Das Einzige, was hier drin steht, das heißt hier in diesen drei Decken, Main Deck, Upper Deck und Middle Deck, das sind die Nasszellen. Die werden komplett geliefert. Und da um jede Nasszelle herum wird dann quasi, je nach Größe, die Kammer gebaut. Ja. 95 Kabinen statten Jörg Trampenau und seine Kollegen aus. Dabei bauen sie allein 120 Kühlschränke pro Schiff ein. In dieser Kabine hatten sie schon vor Tagen alles komplett installiert. Ja, irgendwas haut er mit links hinten nicht hin. Ne? Also deswegen, der muss jetzt raus und, ne, mit dem Aggregat und wurde jetzt gesagt. Und jetzt bauen wir den aus und den anderen an. 6 Wochen noch. Dann fährt dieser Flusskreuzer zu den Kunden. Bis dahin muss alles fertig sein. Es kann durchaus schon mal gefährlich werden, wenn der Hersteller sagt, ja, für das Spezialteil brauche ich 6-7 Wochen. Auch im Innenbau kann das vor, im Innenausbau kann das vorkommen, dass man dann zu hören kriegt, ja, wir haben hier Probleme dann und dann, dass es mit einer Tür oder mit einem Bett oder so mal Probleme gibt. Ja, das gibt's immer wieder. Das gab es auch in der Vergangenheit. Seit 2011 sorgt immer die gleiche Firma für die Ausstattung der Korridore und Kabinen an Bord. Das Kompriband hinter, das erledigt ja so ein bisschen die Fuge dann. Soll ich dir helfen oder geht? Es geht. Es ist alles okay. Wieder Millimeterarbeit. Jörg Trampenau konstruiert einen Luftspalt. Eine optische Maßnahme. Genau wie der Designer der Viking-Schiffe es vorschreibt. Die Ablieferung des Schiffs ist im Grunde genommen unser gesetzter Termin. Wenn wir den nicht einhalten, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Kurz vor 9. In Halle 8 der Neptunwerft herrscht Konzentration. Alle Vorkehrungen sind getroffen. Das Schiffsteil ist bereit zum Drehen. Weiter, weiter. Gut, gut, gut. Ingo Krüger bewegt solche Stahlgiganten per Knopfdruck. Es ist manchmal halt eine Sache, manche Sachen, ne, Probleme, aber Angst. Vielleicht die 40 Jahre, ich weiß nicht. Also Angst hatte ich nie. Ne. Es ist auch mir Gott sei Dank noch nie was passiert. Ne, aber Unglück schläft leider nicht, wie man so sagt. Da gehe ich sogar ein bisschen beiseite. Mit 16 fing Ingo Krüger hier an. Wunderbar. So, jetzt können wir drehen. Vor der Wende baute er mit der Neptunwerft riesige Frachter- und Containerschiffe. 7000 Menschen arbeiteten hier. In den 90ern brachen EU-Richtlinien zum Schiffsneubau der Werft fast das Genick. Es hagelte Kündigungen. Ich bin jetzt 40 Jahre hier auf der Werft, ne, bin jetzt im 41. Jahr und schon ziemlich. Ich war auch der Erste hier, der in der Halle war. Da war noch gar, teilweise gar kein Dach.
Das klappt wie immer. Meine Arbeit macht mir Spaß, weil das vierseitig ist. Ne, ich mache alles. Ich mache ja alles. Docken, Stapler fahren, LKW fahren. Wir haben auch noch einen Unimog hier. Ne? Die gewendete Schiffshälfte kurft wieder zurück in Halle 7. Der Kranfahrer muss jetzt beide Kräne zusammen mit den Fernbedienungen steuern. Deswegen gucken wir jetzt erstmal nur aus der Ferne zu. Millimeter Arbeit per Knopfdruck. Der Kranfahrer muss die zwei Schiffsteile haargenau aufeinander setzen. Auf der unteren Hälfte stehen bereits Geräte wie Abwasseranlagen und andere Aggregate. Plötzlich Stopp. Es passt nicht. Ja. Zeit, dass es mit dem einen Rohr nachher noch Probleme gibt. Dann muss der ganze Kiste, die ganze Kiste wirklich mal nach hinten. Ja, dann nicht nach außen, ne? Ziehen wir den hin. Alles klar. Die Abwasseranlage steht im Weg. Sven Mertl verschiebt sie um ein paar Zentimeter. Sonst wird sie zerquetscht. Das kann schon mal vorkommen, ja, dass man mal ein bisschen was hin und her schieben muss. Aber ist nichts. Wird bewegen, das Wort. Da komm vorbei. Das ist kein Stress, das ist Schiffbau. Hier auf dem Unterdeck übernachten später 190 Passagiere. Jetzt geht's runter. Aber trotzdem müssen wir noch gucken, ob nichts klemmt. Passt und sieht schon aus wie ein Schiff. Wenn man den Schiffbau in Deutschland oder auf der Welt sich anguckt, ist der durch diverse Krisen immer irgendwie erschüttert. Und wenn man dann sieht, dass wir hier in Mecklenburg so eine große Serie von Schiffen, von über 40 Schiffen vom gleichen Typ, das muss man ja nochmal dazu sagen, das sind nicht verschiedene, das sind wirklich gleich aussehende Schiffe. Und wenn man die dann hier bauen kann, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Am Dock der Werft liegen gleich mehrere dieser Flusskreuzfahrtschiffe. Komplett fertig. Eine Schweizer Reederei hat sie bestellt. Mitte April ist Abgabetermin. Dann beginnt die Touristensaison. Bernhard Kölbel inspiziert die Inneneinrichtung. Mit diesen Schiffen schippern ausschließlich amerikanische Touristen auf europäischen Flüssen. Wellness-Oasen, Fehlanzeige. Die Amerikaner mögen keine Massageräume. Aber sie mögen Service. »48 Angestellte sorgen auf den Flussfahrten für die Passagiere. Das kostet natürlich. Wer diese 55 Quadratmeter Suite bucht, zahlt schon ein paar tausend Euro für eine 10-Tage-Tour. Wir sind jetzt ganz achtern über dem Maschinenraum in der sogenannten Explorer Suite. Die haben wir zweimal an Bord, Backbord, Steuerbord. Das ist unsere größte Kabine, die wir haben. Zwei Räume sozusagen, der große Aufenthaltsraum, nebenan das Schlafzimmer, davor dann das Bad. Und für mich sieht das hier alles schon ziemlich fertig aus. Uns fehlen hier nur noch Lichtschalter und Steckdosen, lose Möbel, eine Couch und Tisch. Ein Fernseher fehlt, aber die wichtigen Sachen sind für mich als Bauleiter sind hier entsprechend natürlich alle da. Wir haben den fertigen Teppich, ich habe die fertig geschlossene Decke, die Wände sind alle tapeziert. Also das für mein Auge ist diese Kabine, bis auf ein, zwei Tage Arbeit, ist diese Kabine komplett fertig. Kurz vor der Mittagspause, der nächste Schritt im Riesenpuzzle. Jetzt schieben die Werftarbeiter den Stahlkoloss mit seiner zweiten Hälfte aneinander. Wo ist Micha? Micha! Überraschung. Statt auf Computertechnik verlassen sich Sven Mertl und seine Kollegen auf einfaches Werkzeug.
Hier hängen wir jetzt Lote ran, damit wir auch sehen, dass wir gerade ranfahren, dass das Schiff keine Banane wird. Wir wollen ja auch gerade fahren auf den Flüssen und nicht nur Kurven fahren. Und gleich hoch müssen die Schiffshälften auch liegen. Dafür sorgen Stahlplatten. Sieht aus, als bräuchten die Männer ein gutes Auge. Nee, das haben die ja mit ihrem Messgerät ausgemessen, drangeschrieben. Und das füttern wir jetzt unter. Teil 1 des Schiffes ruht in der Halle auf Pallungen. Nach vorne machen wir eh nach dem Stoß hin. Teil 2 wird auf einem Fahrzeug herangefahren. Der Fahrer von dem Kammack, der muss jetzt so fahren, dass das Lot, seine Spitze dran, immer schön, wenn wir am Stoß sind, auf dem Strich ist, hinten und vorne. Und dann wissen wir, dass wir die richtige Richtung haben. Es ist nicht zu leugnen. Schief. Vermessungstechniker Robert Benecke muss es richten. Er arbeitet mit einem Lasermessgerät. Könnt ihr anheben? Habe ich fertig, ja. Alle die Seite 19 höher, andere Seite 23. Genau. Und vorne gehen wir nach Stoß. Ja. Ne? Ja. Gut. Hier mit 19 höher und andere Seite 23. Jetzt liegt der Block 192 mm über der Pallung und er müsste 211 mm höher liegen. Ja, die beiden Bleche. Schiffbau ist Millimeterarbeit. Und das kostet Zeit. Nächster Versuch. Fast. 7 Monate arbeiten Sven Mertl und seine Kollegen, bis ein Schiff die Halle verlassen kann. Es ist kurz vor der Mittagspause. Versuch Nummer 3 kann gestartet werden. Der Block kann jetzt so liegen bleiben. Jetzt überprüfen wir nochmal die Länge, wie viel rausgebrannt werden muss aus dem Stoß. Und dann ist der Block gerade davor gebaut. Mittagspause um 11 Uhr. Schließlich fängt Sven Mertl um 6 Uhr morgens an. Dann wollen wir uns mal stärken. Dann geht's weiter. Wir müssen weiter. Dann holt die Frau ab. Und dann wollen wir noch mal eine Münde. Oh, was ist denn da los? Da hat doch meine Tochter einen Friseursalon aufgemacht. Mhm. Das ist ihr Laden mit die Freundin, also bald. Gleichrangig. Mhm. Und die Frau will auch heute Haare machen. Bei der Tochter, weißt du? Natürlich am besten, ne? Ja, besser geht, gehe ich auch, wenn ich, ne? Aber heute macht sie. Dieses Mal mache ich mal wieder. Die Werftarbeiter haben die Wahl. Sie können in eine Kantine gehen oder im Aufenthaltsraum essen, was sie mitgebracht haben. Viele dieser Männer arbeiten seit mehreren Jahrzehnten bei der Neptunwerft. Die Spezialisierung auf Flusskreuzfahrtschiffe und der Zusammenschluss mit der größeren Meierwerft im niedersächsischen Papenburg verschaffen 1000 Menschen Arbeit. 500 festangestellt, 500 als Zulieferer. Und? Material? Ja, dann lass es gleich machen. Dann tue ich wenigstens. Dann lass es das tun. Ne? Wo wollt ihr damit hin? Ja, das ist klar. Er konnte anschlagen und wo kommt das hin? Auf 62 oder 61? Kommt hier hin. Okay. Auf dem Oberdeck soll Boden verlegt werden. Die Arbeiter brauchen ihr Material hier oben. Ingo Krüger dirigiert den Kran. Jo, geht los. Er den Haken zu machen. Wann ist das der Haken? Ja. Hallo Jörg! Hey, was machst du da? Ich guck, ob keiner guckt.
alles Augenmaß. Ja, ja. Immer. Das geht ja nicht anders. Ne? Immer Augenmaß. Ob draußen Kran, immer. Und das ist eine Verantwortung. Ne? Du musst immer gucken, auch aufpassen, dass die Kollegen die Hände nicht dazwischen halten, ne? Wenn ich anhebe, ne? Immer gucken. Das ist wichtig. Ne? Erste Fuhre erledigt. Der Teppichkleber ist an Bord. Auf jeden Fall sind wir stolz, dass wir so eine Schiffe bauen dürfen. Und das ist auch so. Wir haben auch schon AIDA gebaut. Auch AIDA auch. Ja. AIDA haben wir auch schon mitgebaut, die Rostock. Dann sind die ausgeschwommen nach Papenburg. Und dann macht Spaß. Macht Spaß. 4 Monate später. Heute steht der große Test an. Die Mimia soll zum ersten Mal ins Wasser. Guten Morgen, Ingo. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ja, genau, Schlag rein. Schönen guten Morgen. Ja. Du bereitest alles vor, Bühne raus? Bühne raus, Böcke raus und dann nachher sacken lassen. Ich denke mal so, Viertel achte sacken lassen und wir werden sehen. Sehr gut. So schnell wie es geht. Ja, ich prüfe noch ein bisschen. Bauleiter Bernhard Kölbel inspiziert den Kiel des Schiffes auf dem Schwimmdock. Jetzt zeigt sich, ob sie in den vergangenen Monaten präzise gearbeitet haben. Wir werden nachher natürlich in dem Bereich im Wasser sein. Da müsste ich dann mit dem Boot ran oder es ist vielleicht sogar unter Wasser. Ich kriege das anfangs nicht mit, erst in der Erprobung zum Beispiel, dass irgendein Medium, dass ich nicht Wasser ansaugen kann oder nicht abgeben kann, das könnte dann zu Komplikationen führen. Deswegen lieber jetzt prüfen, als später nachher ein Problem haben. Das Schwimmdock senkt sich. Noch ruht das Schiff sicher auf den Pallungen. Jetzt kommt Bernhard Kölbel trockenen Fußes nicht mehr an Bord. Der Kranführer schickt ihm die Transportgondel. Monatelang hat der Bauleiter das Flussschiff immer wieder überprüft. Trotzdem, bevor die Mimia auf 1,60 Meter in die Warnow sinken darf, gehen Bernhard Kölbel und seine Kollegen auf die Suche. Wenn ein Ventil nicht schließt, muss das Schiff sofort aus dem Wasser. Alles trocken. Bei dir drüben auch alles gut? Jo, hier ist auch alles gut bei der Messstunde. Der Kabinenbereich interessiert die Männer heute nicht. Sie müssen den Maschinenraum checken. Die Außenbordarmaturen. So. Sieht auch gut aus. Alles trocken. Hallo Wilfried. Du, wir sind fertig. Alles in Ordnung. Du kannst weiter absacken lassen. Sven Mertl arbeitet parallel an einem anderen Schiff. Er bessert Fehler aus und kontrolliert die Sektion vor der Abgabe an den Kunden. Über 1000 Mal pro Schiff begutachtet die Reederei die Bauergebnisse. Ich bin dabei, Industriemeister zu machen. Ich habe jetzt gerade angefangen im Oktober, aber ich mich auch gerne weiterbilden möchte. Und auch Ziele habe. Ich fühle mich hier wohl. Die Kollegen haben wir alle gut klar. Und ich bin hier zufrieden. Kennt man sich in deiner Welt? Ja, man kennt sich hier. Eine große Familie. Sven Mertl weiß, wo es haken könnte. Seit über 10 Jahren arbeitet er jetzt hier auf der Werft. Berufsbezeichnung: Konstruktionsmechaniker, Fachrichtung Schiffbau. Irgendwo eine kleine Blende, zum Beispiel dieses Teil, ist von hinten gegengesetzt, dass man das mal vergisst. Das kann schon mal passieren. Und so eine Abgabe soll ja auch vernünftig laufen.
und da machen wir eine kleine Vorkontrolle und damit fange ich dann jetzt schon an. Die Mimir fährt ca. 20 Kilometer in der Stunde. Zu langsam. Peter Persch vertritt die Reederei an Bord. Darf ich Sie kurz was fragen? Ja. Ich habe meine Speedtrail-Messung fertig. Ja. Ich habe extra noch mal mir die Zahlen aufschreiben lassen. Wir sind mit voller Leistung okay. in den Antrieben drin. Aber wir haben auf beiden Läufen 20,88 bis jetzt. Ja. Ja. Wieso? Ich weiß es nicht. Das sind die beiden Einzelwerte. Wie ist der Tiefgang? 1,61 im Mittel. Das ist komisch, oder? Ja. Ja. Okay. Kölbel trägt heute die Verantwortung. Wir prüfen das nochmal, ob die einzelnen vier Schiffsschrauben hinten alle geradeaus wirklich laufen. Nicht, dass das eine oder zwei leicht versetzt nach hinten strahlen, dann hätten wir einen gewissen Leistungsverlust. Das könnte eine Möglichkeit sein, warum wir ein bisschen langsamer sind. Ja, jetzt ist auf 0. Ja, steht auch nicht auf 0. Steht auch zu weit nach innen. Mach mal so 10 Grad nach Steuerbord. Und gib doch ruhig ein bisschen mehr Drehzahl, dann kann man das besser sehen. Ja, man sieht aber schon, das ist ein bisschen zu doll, oder? Gib bitte noch mal so 2-3 Grad zurück. Ja, doch, das ist so, okay. Also lassen wir so, dass wir durch. Ja, genau. Wir kommen ins Steuerhaus. Können wir ja auch einen Augenblick in die Richtung fahren, ja. 270 Grad und dann nochmal genau. zurück. Jawohl, genau. Wir müssen auch nicht die 5 Minuten, wir wollen nur sehen, dass die Geschwindigkeit steht. Dann gucken wir nochmal, was sie sagt, dann machen wir nochmal einen Mittelwert und dann korrigiere ich zur Not mein Protokoll, wenn wir Erfolg haben. Aber jetzt hat er schon über 22, also jetzt kommen wir wieder auf den Wert, den wir wollen. Kann man sehen, wie lange die Zeit schon läuft? Ja. Da oben. 23 Kilometer pro Stunde schafft die Mimir jetzt. Normales Tempo für ein Flusskreuzfahrtschiff. Auf einem dieser Traumboote hat Bernhard Kölbel selbst schon mal Urlaub gemacht. Es war ja von uns gebaut, das Schiff, und ich hatte das auch so ein bisschen betreut. Ich habe schon ein bisschen geguckt. Das habe ich dann so, das war 5 Tage waren das. Nach dem 3. Tag irgendwann habe ich dann aufgehört. Und dann ist man Urlauber. Vorher ist man noch versteckter Mitarbeiter sozusagen. Aber irgendwann hört man auf und sagt, alles gut. Am 20. April fährt die Mimir nach Arnheim. Im Mai schippert sie dann die ersten amerikanischen Touristen über europäische Flüsse. Und auf der Neptunwerft bauen sie bis zum Jahresende noch 6 weitere Traumschiffe.